Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Channel. Ich bin der Marcel Clementi und in diesem Video zeige ich dir, wie du in nur 5 Minuten mehr Power und mehr Konzentration findest. Du brauchst dafür überhaupt nichts, keine Yogamatte. Du kannst es am Arbeitsplatz machen, in der Mittagspause oder in der Früh, um den Tag richtig zu starten. Bevor wir starten, wäre es eine riesengroße Unterstützung, wenn du den Like-Button drücken könntest und diesen Kanal abonnierst für weitere kostenlose Videos. Und wann immer du bereit bist, würde ich sagen, los geht's. Wir starten im Stehen mit einem hüftbreiten Stand, die Arme seitlich hängen lassen und dann einfach mal kurz springen, um alles auszuschütteln, um die Muskeln aufzuwärmen. Hüpfen ist an sich schon ein gutes Workout. Es wäre wie Seilspringen, aber ich habe ja gesagt, wir brauchen kein Seil. Deswegen einfach alles ein bisschen auslockern. Das nur circa 10 Sekunden. Wir haben ja nur 5 Minuten Zeit, also das ist, soll ja an jeden Tag passen. Sehr gut. Hüftbreiter Stand, Kniebeugen und dann kommen eine Vorbeuge und locker alles aus. Die Arme hängen lassen, den Kopf hängen lassen, die Knie gebeugt, damit keine Spannung ist auf den Gelenken. Das bringt wieder neuen Sauerstoff ins Hirn, fördert die Konzentration, hilft, dass du aufwachst, gleichzeitig super für die Wirbelsäule. Dann nochmal tief einatmen, durch den Mund aus, entspann dein Gesicht. Sehr gut. Knie gebeugt, Kinn zur Brust, langsam hochrollen, Wirbel für Wirbel. Die Schulter nach hinten kreisen und nach vorne. Wir liegen sehr gut in der Zeit. Jetzt setzen wir uns hin, egal ob Schneidersitz oder Fersensitz, Hauptsache ein gerader Rücken. Und der dritte Part ist eine Atemübung. Man sagt beim Yoga Kapalabhati, es geht um eine wirklich kraftvolle Ausatmung. Die Einatmung passiert ohne nachzudenken, die Ausatmung durch die Nase wirklich kraftvoll, wie so Hiebe. Wenn du denkst, das ist komisch, mach's trotzdem, man muss Sachen ausprobieren, um urteilen zu können. Achte auf einen geraden Rücken, wir atmen gemeinsam mal so tief wie möglich ein, die Luft dort halten und wirklich vollständig ausatmen. Sehr gut, jetzt geht's los. Zur Hälfte einatmen und dann 30 Hiebe durch die Nase. Tief einatmen, die Luft halten. Vollständig ausatmen. Zur Hälfte ein. Runde 2. Tief einatmen. Die Luft halten. Vollständig ausatmen. Letzte Runde. Zur Hälfte ein. Und los. 30 Hiebe. Einatmen. Halten. Vollständig ausatmen. Und dann schließ deine Augen und nimm nochmal 5 tiefe Atemzüge. Ganz normal einatmen. Und jeder mal ausatmen. Entspann deine Schultern. Entspann dein Gesicht. Konzentriere dich nur auf diese 5 Atemzüge.
Kannst gerne mitzählen. Ein letztes Mal ganz tief einatmen. Und vollständig aus. Und denk zum Abschluss an drei Dinge, für die du dankbar bist. Vielleicht drei Menschen oder einfach drei Dinge, die dich glücklich machen, vielleicht vom heutigen Tag oder von gestern. Und dann nimm diese Energie mit in den Rest deines Tages, diese Power, diese Konzentration. Öffne deine Augen. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Schreib gerne in die Kommentare, wie du dich jetzt fühlst. Hat es dir gut getan? Hat es dir gefallen? Bitte, wenn es dir gefallen hat, schick dieses Video an ein paar deiner Freunde. Empfehle mich weiter, meinen Kanal. Bitte auch unbedingt abonnieren. Das hilft mir, dass dieser Channel weiterhin wächst, dass ich weiterhin kostenlos Videos auf diesem Kanal hochladen kann. Ich sage vielen, vielen Dank, wenn du auf der Suche bist, um Yoga zu lernen. Vielleicht bin ich der Richtige dafür. Da gibt es einen Yoga-Anfängerkurs, wirklich sehr, sehr günstig für 9,90 Euro. Gleichzeitig kriegst du Zugriff auf viele Workshops, Mindset-Tipps, solche Sachen, wie wir heute gemacht haben, Pranayama, die Atmung, Meditationen, das alles lernst du für so wenig Geld und unterstützt gleichzeitig meinen Kanal und meinen kostenlosen Podcast, den Good Vibes Podcast auf Spotify und Apple. Jetzt will ich die aber nicht länger aufhalten. Ich sage vielen, vielen Dank und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder auf der Yogamatte. Bis dahin, alles Liebe und Namaste.